meinem Plan steht jetzt nochmal die Figure 8, also 1, 2, 1, 2. Und wir machen das, um den Kreislauf noch ein bisschen mehr in Schwung zu bekommen, indem wir im Ausfallschritt Rechtsauslage zum Beispiel starten. 1, 2. Dann mit einem Sprung die Auslage wechseln und wieder 1, 2. Okay, davon machen wir jetzt 20 Stück auf rechts. Dann wechselt der Stock in die linke Hand, 20 Stück auf links. So, rechts vorne beginnt und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, Handwechsel. Steht noch alles? Okay, sehr gut. Links beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Okay, gut. Der Kratzfuß hier, da rutscht schon mal mein Teppich ein bisschen beiseite. Deswegen muss ich den wieder hinschieben. Bevor wir mit der nächsten Übung weitermachen, trink noch mal kurz einen Schluck. Ich trinke einen Schluck, auf euer Wohl. Wir machen einen Liegestütz. Der Stock liegt vor uns auf dem Boden. Hallo? Na, kommst du ein bisschen dazu? Okay. Gut, ich mache gerade Liegestütz. Magst du mitmachen? Ja. Okay. Für dich habe ich einen kleinen Stock. Du darfst auf den Teppich gehen. Ich erkläre gerade die Übung. Darfst mal hier hingehen. Okay. Das wird jetzt sehr schwierig. Deswegen kann man die auch auf den Knien machen. Und zwar eine Liegestütz. Dann den Stock in eine Hand nehmen und 1, 2 Schläge und wieder hinlegen. Dann wieder eine Liegestütz. Den Stock in die andere Hand nehmen und 1, 2 Schläge. Wir machen die Schläge in der Figure 8. Also Schlagwinkel 1, Schlagwinkel 2 im Wechsel. Okay, davon machen wir jetzt 10 Stück. Das sind dann 5-mal rechts, 5-mal links. Bist du bereit? Und wenn du willst, darfst du auf den Knien bleiben. Okay, und 1. Stock nehmen. 1, 2. 2. Andere Hand. 1, 2. 3. 1, 2. 4. 1, 2. 5. 1, 2. 6. 1, 2. 7. 8. Noch 2 Stück. 9. 1, 2 und 10. 1, 2. Und den Stock wieder hinlegen. Gut. Super. War anstrengend? Okay, gut gemacht. So, unsere letzte Übung. Kannst du gerne zuschauen oder mitmachen, wie du willst. Okay, da brauchen wir 2 Stück. Das heißt, schnell schnappt euch einen zweiten Stock. So, du kannst auch 2 Stücke haben. Den lege ich auf die Seite. So, wir nehmen die Stöcke jetzt in die Hände. So, Fersen sind auf dem Boden. Und wenn wir sitzen, machen wir 1, 2,
drei, vier. Die Schläge jetzt einmal mit rechts, einmal mit links. Also 1, 2 mit rechts die Finger 8, 3, 4 mit links die Finger 8. Dann legen wir uns ab und kommen wieder hoch. Okay. Ich hoffe, ihr habt ja alle eure zwei Stöcke dabei. Habt sie in der Hand, sitzt an einer bequemen Stelle. Und wir beginnen mit den ersten vier Schlägen. 1, 1, 2, 3, 4. Runter und wieder hoch. 2, 1, 2, 3, 4. Runter und wieder hoch. 3, 1, 2, 3, 4. Runter und wieder hoch. 5, 2, 3, 4. Runter und wieder hoch. 6, runter, hoch. 7. Du machst so schnell, wie du kannst. 8. 9. 10. Okay. Sollen wir nochmal eine Runde machen? Okay, dann darfst du kurz zuschauen. Und wir machen jetzt nochmal eine Runde. Und gerne auch ein bisschen schneller. Okay, und 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9 und 10.